Jetzt hattest du schon eine Sache angesprochen, in die können wir vielleicht auch mal gerade reinspringen. Und zwar, du hattest es gestern schon mal erwähnt, ihr pflegt ja eine sehr enge Beziehung zu den Influencern, mit denen ihr zusammenarbeitet. Inwiefern, oder vielleicht hattet ihr die Situation auch schon mal, dass Interessenskonflikte auftreten zwischen dem Influencer und dem Brand, dadurch, dass sich nicht nur das Brand tatsächlich entwickelt oder das Personal Brand der Person, die Art und Weise, wie sie auftritt, sondern auch Lebensumstände. Mhm. Da hast du es eben ganz lustig gesagt, du vertrittst McDonald's und auf einmal wirst du Veganer. Ja, wie, Extrembeispiel. Ja. Hatten wir nicht, aber wäre ein Extrembeispiel. Zum einen, wie pflegt er diese Beziehungen, dass er auch wirklich auf so einer Vertrauensbasis des A und O, dass ihr euch miteinander auch entwickeln könnt und auch das Brand mit der Person? Und wie könnt ihr solche Interessenskonflikte denn tatsächlich vermeiden? Macht ihr das schon ganz präventiv, dass ihr wisst, okay, so wie es sich für dich entwickeln wird in den nächsten Jahren, wahrscheinlich ist es das falsche Brand für dich, und was passiert, wenn? Also ich glaube, die Herausforderung ist genau, nicht zu kurzfristig, nicht zu langfristig zu denken in dem Bereich. Wir haben oder wir versuchen immer wieder, die Marken zur Langfristigkeit zu bewegen, auch was das Thema, wir binden uns an Influencer angeht, das funktioniert auch gut, haben aber auch tatsächlich da schon die Erfahrung gemacht, dass du dich auch nicht zu lang binden darfst. Also in manchen Fällen war es auch tatsächlich so, dass wir gesagt haben, okay, das war jetzt vielleicht sogar ein Fehler, sich für ein Jahr an jemanden zu binden, und sind dann auch mit der Marke eigentlich im nächsten Jahr tatsächlich einen Schritt wieder, was schade war, weil die anderen hat es dann auch betroffen, aber den Schritt wieder zurückgegangen, wo wir gesagt haben, okay, jetzt guckt man doch wieder eher projektbezogen, nimmt dann zwar, guckt, dass man immer wieder die gleichen nimmt, aber bindet sich nicht mehr mit langfristigen Verträgen, weil natürlich kann es Interessenkonflikte geben, natürlich können sich Lebensumstände ändern, jemand kann als Influencer sich entscheiden, ich mache nochmal ein Masterstudium und ziehe irgendwie nach in die USA oder was auch immer, ja, und dann entsteht natürlich ein Konflikt, weil wenn der hier sein soll, wenn der regelmäßig irgendwie aus seinem gewohnten Umfeld was zeigen soll, dann passt es dann einfach nicht mehr, ja, oder tatsächlich, was halt oft passiert bei Influencern, dass sie sich stark entwickeln und dann mehr in Richtung Nachhaltigkeit gehen zum Beispiel, ja, einfach weil es was ist, was ja nicht nur typische Nachhaltigkeits-Influencer bewegt, sondern weil es einfach ein Thema ist, was ja alle betrifft und wo viele, die einfach dann nicht mehr 18 sind, sondern 25 oder 30, sagen, okay, bestimmte Marken möchte ich gar nicht mehr zeigen oder bestimmte Produkte, ich habe die vielleicht mal gezeigt, ich habe mir damals noch nicht so viele Gedanken gemacht, aber jetzt mache ich mir Gedanken und möchte das nicht mehr unterstützen, da vertrete das nicht mehr. Und das ist total dynamisch, aber deswegen ist es ja auch so, dass sich in der Regel eine Marke klassischerweise nie für länger als ein Jahr an jemanden bindet. Das ist ja auch, wenn ich ein Testimonial habe, was, ich sag jetzt mal, Schauspieler ist, ja, oder es gibt ja die Marken in der klassischen PR, suchen sich ja immer noch mehr die anderen Testimonials, die für die Marke stehen, jetzt nicht zwangsläufig ein Influencer, und da sind die Verträge auch in der Regel über ein Jahr. Also es ist selten, ja, dass man irgendwie was hat, gibt's, ja, Mann, ich will jetzt keine Zigaretten mehr machen, aber es gibt in seltenen Fällen, dass eine Marke irgendwie sagt, okay, das ist ein Gesicht, und man immer, wenn man das Gesicht sieht, dann weiß man auch noch nach 20 Jahren, das ist die Marke. Also mit BB gab es das mal, die hatten immer irgendwie so eine ein Gesicht, ein Model, mit dem haben die immer diese BB-Kampagne gemacht irgendwie, und das war dann irgendwie, ich glaube, wenn du die heute in der Stadt sehen würdest, würdest du immer noch sagen, das ist doch die damals, genau. Und das gibt es ganz, ganz selten, also dass du wirklich jemanden findest, wo du sagst, perfect match forever. Ja. Im Influencer-Bereich gibt es das tatsächlich so langfristig nicht. Gibt sicherlich Ausnahmen, ich sage jetzt mal, so Multi-Brand-Stores oder so, ja, die verschiedene Marken vertreten, da kann man schon, also ich sag mal, About You macht das ja auch, die haben ja sehr langfristige Kontakte mit bestimmten Influencern, mit denen sie arbeiten, und da gibt es schon Influencer, die stehen sehr lange schon für About You, machen da mittlerweile vielleicht auch eigene Sachen, machen sowieso ihre eigenen Looks, da ist es aber auch wurscht, welche Marke sie da irgendwie promoten, sondern da steht der persönliche Look im Vordergrund. Also so, das gibt es schon, aber ich glaube, dass du eine Marke hast, die eh nischig ist und du bindest dich dann sehr lange an jemanden. Das ist die Verträge, wie gesagt. Das ist gefährlich. Ja, genau.